romance all around town. Hello Friends und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Es ist der 1.1.2023. Dieses Jahr wird einfach nur der absolute Hammer bei jedem von euch. Das sage ich euch. Ihr müsst einfach nur ganz fest dran glauben und an euch arbeiten. Dann wird das der absolute Hammer dieses Jahr, ich verspreche es euch. Ich habe euch über Weihnachten und meinen Geburtstag ein bisschen mitgenommen, habe euch gezeigt, was wir gemacht haben und gegessen haben. Es war so schön, ich sag's euch. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich mein Food Diary an einem Mittwoch gepostet habe und das andere Video an einem Sonntag? Dann hätte ich das bei bestem Willen nicht mehr geschafft und ich möchte auch ein bisschen die Zeit hier genießen, deswegen habe ich die einfach mal umgeswitcht. Ich hoffe, es war okay. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal, was ich mir heute Geiles bei Rewe geholt habe. Schauen wir hier mal ins schöne Tier. Ich habe es nur schon aufgemacht, nicht wundern, weil kennt ihr das? Ich muss immer, wenn ich was kaufe, was ich noch nie hatte, erstmal reingucken, wie das aussieht. Also, naja, auf jeden Fall gibt es das hier zum Essen. Pikante Bulgur Bowl mit Bohnen. Und ich freue mich drauf. Da ist eine leichte Chili-Soße dabei. Ich hoffe, die ist nicht zu scharf. Voila, Freunde. Here it is. Sieht richtig, richtig lecker aus. Ich habe es noch ein bisschen verfeinert. Ich habe noch ein paar Erbsen dazu gegeben und Tomatenmark, Curry Ketchup, because we love Curry Ketchup. Ja, das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und natürlich ganz viel Gewürze, weil solche Pfanne mir nie genug gewürzt. Ich glaube, Froster würzt auch kaum. Ist auch besser so, weil dann kann man selber machen. Genau, das gibt's jetzt. Aber ich warte noch auf meine Eltern, machst du den Makro nochmal warm. So, Freunde, bei mir gibt es Quark mit Heidelbeeren heute. Ich war nämlich einkaufen und die Tiefkühlbeeren waren leer, deswegen gibt es jetzt Heidelbeeren. Schaut mal, wie süß der Baum ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch mitgeteilt hatte. Der König ist wieder im Haus. Herr Bounty, sind Sie wieder im Hause? Was schön bei Oma? Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt und einen Proteinriegel. Denkt euch den gerade dazu. Ich müsste sonst mal zum Kühlschrank laufen, aber danach gibt es auf jeden Fall noch einen Proteinriegel. So, Freunde, ich melde mich doch nochmal ganz schnell, weil ich muss euch diesen Riegel hier zeigen. Und zwar ist es ein neuer Crispy Layered Bar in Toasted Marshmallow Geschmack. Und Leute, dieser Riegel ist so geil. Oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe diesen Riegel. Ich habe leider nur einen von der Sorte dabei hier zu Hause. Aber ich freue mich schon wieder, wenn ich in Köln bin und noch ein paar davon habe. Also wenn ihr bestellt, bestellt die mal mit. So geil. Und frohe Weihnachten wünsche ich euch. Wir gehen jetzt gleich in die Stadt, denn da ist eigentlich jährlich so ein Treff, wo alle aus dem Landkreis gefühlt kommen und man sieht sich so wieder mit so Leuten aus der alten Schule, aus der alten Klasse, whatever. Da gehen wir jetzt gleich so gegen 11 los und danach ist erstmal noch ein bisschen hier was machen angesagt. Ich muss noch Karten schreiben, ich bin jetzt sehr früh dran und später sind wir dann über uns, quasi bei meiner Patentante und ihr Mann und ja, da kommen dann noch meine Großeltern dazu. Da machen wir unser Weihnachtsessen, weil wir wechseln uns jährlich quasi ab, wo wir feiern. Das machen wir jetzt mal zusammen. Für das Weihnachtsdessert habe ich erstmal zwei Äpfel in ganz, ganz kleine Stücke geschnitten. Wie ihr hier gleich seht, meine super Schnitttechnik. Fragt einfach nicht. Hauptsache es entstehen sehr kleine Würfel. Die gebt ihr dann in einen Topf mit Zimt. Ich habe noch Vanillezucker reingegeben und eine ganz kleine Prise Salz und kocht die auf mit ein bisschen Wasser. Dann zerkrümelt ihr, glaube ich, 5, 6 Lebkuchen. Das ist jetzt für 8 Gläser und stopft die so in Gläser rein, wie ihr es da seht. Und dann kommt die Apfelschicht drüber. Und dann habe ich eine Quarkschicht aus Quark und Sprühsahne gemacht. Ganz einfach um Vanillezucker und normalem Zucker. Habe die draufgegeben und noch oben on top ein paar Lebkuchenkrümel drauf gemacht und fertig war das Schichtdessert. Richtig geil. Hello, hello! Wir sind jetzt zurück aus der Stadt und ich begebe mich jetzt an die Arbeit für meinen Geburtstagskuchen morgen, weil der schmeckt besser, wenn man einen Tag vorher backt und dann einen Tag durchziehen lässt. Und Leute, ich wollte es schon so lange machen. Es gibt einen Lotus Cheesecake. Ich habe hier schon die Kekse für den Boden und fürs Topping. Ich habe noch mal eine Packung, weil ich nicht wusste, wie viel ich brauche. Ich mache das Rezept generell freischnauze, weil ich keine Ahnung habe. Also ich habe auch kein Rezept. Dann natürlich die Creme. Die wird geschmolzen und kommt komplett oben drüber. Und ein Teil davon in den Teig. Eier. Hier steht ein Kilo Quark. Ich denke mal, das sollte hinhauen. Huchala. Sonst nehme ich noch mal 500 Gramm. Wir haben auf jeden Fall noch genug Quark da. Und Puddingpulver brauche ich.
Dieser Lotus Cheesecake darf auf eurer nächsten Party nicht fehlen, ich sag's euch. Zuerst macht ihr 1 Kilogramm Magerquark mit 2 Eiern und 1,5 Päckchen Puddingpulver und Süße eurer Wahl in eine Schüssel und verrührt das Ganze. Dann gebt ihr noch 50 Gramm Lotuscreme in den Teig. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, wenn ihr mehr in dem Teig haben wollt. Ich wollte es dezent halten, dann die ganze Packung Kekse erstmal klein drücken. Macht das am besten mit Nudelholz, habe ich auch am Ende gemacht. Gebt dann 50 Gramm Butter oder Margarine zu den Keksen und verknetet die, dass ihr einen Boden daraus formen könnt. Das Ganze gebt ihr in eine große Springform und drückt es an den Boden fest, fettet die Ränder ein, gebt die Cheesecake-Masse drauf und ja, geil. So, Kuchen sind beide im... Nee, stopp, ich back nur einen Kuchen. Kuchen ist im Ofen, Dessert ist fertig und ich habe mir jetzt mein Monster verdient. Hatte übrigens in der Stadt vorher 2 Glühwein. Einen normalen und einen mit so Marille. War auch sehr lecker, aber normaler war schon besser. Ich dachte, die kicken richtig rein, aber irgendwie habe ich es heute sehr gut vertragen. Dann kann es ja weitergehen, sage ich nur. Etwas später war der Cheesecake dann auch fertig gebacken. Den lasst ihr dann erstmal ganz kurz abkühlen, aber auch nur ganz kurz. Dann macht ihr nämlich richtig, richtig viel von dieser Lotuscreme in der Mikrowelle warm, damit die schmilzt. Und gebt das auf den Käsekuchen oben drauf, bis eine perfekt dicke Schicht auf dem Käsekuchen ist. Oh mein Gott, Leute, das sieht so satisfying aus. Wow. Dann zerkrümelt ihr Kekse nochmal. Braucht ihr wahrscheinlich noch die zweite Packung dafür. Und gebt das so als Deko an den Rand. Ich hatte ein paar zu viele, deswegen ist das ein bisschen in die Mitte gegangen. Gebt noch einen Keks drauf und dann wird der über Nacht kalt gestellt. Bist du ein kleiner Weihnachtshund? Hallo? Hallo? Bist du ein kleiner Weihnachtshund? Bist du ein kleiner Weihnachtshund? Jo. Abends waren wir dann oben zum Essen und es gab Baguette mit Kartoffelsalat, Forelle, das mochte ich leider nicht so, aber es gab genug anderes, Kartoffelsalatbrot, so einen richtig leckeren Rotkohlsalat, der Weihnachtsbaum war auch sehr schön, Bounty war auch natürlich dabei und ja, das Essen war unheimlich lecker. Zur Vorspeise gab es eine Petersilienwurzelcremesuppe mit Bacon und so Linsennockern, dann gab es richtig viel von diesem Rotkohlsalat, ich habe mir gefühlt 10-mal nachgenommen, und Kartoffelsalat und mindestens 4-5 Scheiben Brot und mein Weihnachtsdessert, das war auch unnormal lecker. Müsst ihr auch auf jeden Fall nächstes Jahr nachmachen, ist so geil. Guten Morgen, Herr Bounty. Sind Sie aufgeregt? Sind Sie aufgeregt? Weißt du, wer heute Geburtstag hat? Ich rede mit Bounty und der Kamera. Okay. Ich habe gefragt, wissen Sie, wer heute Geburtstag hat? Er legt sich so hin. Hier gibt es einen Obstsalat. Es gibt Aufbackbrötchen, weil am 25. hat natürlich kein Bäcker offen. Oder? Haben Bäcker offen? Nee, Bäcker nicht, oder? Nee, vielleicht die Tankstelle. Ja, vielleicht Tankstelle, aber da sind die Brötchen vielleicht auch nicht so mengenmäßig vorhanden, wie wir sie brauchen. Deswegen haben wir hier so Schweizer Brötchen, Kürbiskernbrötchen und Laugenbrötchen. Leute, mein Papa wird jetzt gleich anrufen. Wir können eigentlich die Sekunden runterzählen, weil gleich ist 11.58 Uhr. Und ich bin um 11.58 Uhr geboren. Papa ruft mich jedes Jahr um 11.58 Uhr an. Und da ist es. Hallo? Guten Tag, warte. Jetzt. Es ist der 25. Dezember 22, 11.58 Uhr. Und heute vor 23 Jahren wurde die Laura Becker geboren. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, das wusste ich. Deswegen war ich auch so schnell am Handy, weil ich bereit bin für deinen jährlichen Anruf. Du bist bereit? Ja, ich bin schon extra ins Zimmer rübergegangen, weil ich wusste, 11.58 Uhr. So ist das, genau, mein Schatz. Also, meinen herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Das finde ich super und da bin ich auch total stolz drauf, wie du so dein Leben gestaltest, auch so eine klare Struktur hast in dem, was du willst. Zumindest ist das immer so, was bei mir ankommt. Ne? Und das finde ich absolut klasse. Und wenn ich über dich spreche, dann ja, sind das genau die Punkte, die ich aber toll finde. Wie selbstständig du bist und auch geworden bist, ne? Nach allen Irrungen und Wirrungen. Die Kraft und die Stärke hat, ja, auch schwierige Situationen zu meistern. Das hast du ja. Ja, davon gehe ich doch mal aus, dass es ab jetzt steil bergauf geht. Nee, absolut. Also du bist ja schon auf dem aufsteigenden Level. Also gibt es da mit Sicherheit dann immer nochmal so einen Nachzünder. Aber du bist ja unterwegs, also von dem her. Ja. Die weibliche David Guetta. Ja, oder du kriegst einen Partner wie David Guetta. Du bist ruhig, wird das nächste Jahr, dein neues Lebensjahr und die nächsten Jahre sehr spannend werden.
Glaube ich auch. Hola, Friends. Heute ist mein Geburtstag, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade schon mit meiner... Ich stehe in so einer Gardine, nicht wundern, weil mein Zimmer sieht ganz schrecklich aus im Hintergrund, weil ich ja morgen zu Papa fahre. Und okay, ein bisschen störend ist das schon. Auf jeden Fall haben wir jetzt gerade schon richtig lecker gebruncht. Habt ihr auch gesehen. Und jetzt machen wir alles ein bisschen sauber, räumen auf und packen. Meine Eltern fahren auch morgen in Urlaub. Und ja, dann kriegen wir auch Kuchengäste. Ich habe ja gestern einen Lotus-Cheesecake gebacken und ich bin so gespannt, ob der was geworden ist. Wir gucken da gleich mal zusammen rein. Aber eigentlich kann er nur schmecken. Aber ob der schön aussieht am Ende, ist halt eine andere Sache. Wir werden sehen und ich freue mich drauf. Dann war es endlich Zeit, meinen Kuchen zu enthüllen und zu schauen, ob er was geworden ist. Und Leute, er ist perfekt geworden. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Der war so krass lecker, ich sag's euch. Und sieht auch wunderschön aus. Der war ultra cremig einfach von innen und einfach ein Träumchen, ich sag's euch. Also den müsst ihr auf jeden Fall nachmachen und ich werde den auch definitiv wieder machen nächstes Jahr und vielleicht auch so zwischendurch. Und dann gab's noch Lebkuchenteller, Kekse, Stollen und abends waren wir dann noch beim Griechen gemütlich essen. Da gab's erstmal einen Vorspeisensalat, dann hatte ich überbackenes Gyros in Metaxa-Soße. Ich liebe, liebe, liebe dieses Essen. Das bestelle ich immer, wenn ich zu Hause beim Griechen bin. Bei meinen Eltern gab's so Grillteller, dann kamen noch meine Pommes hinterher und Brot hatten wir noch mit Tzatziki. Richtig geil. Und am nächsten Tag bin ich zu meinem Papa nach Kassel gefahren. Da gab es auch nochmal einen Geburtstagskuchen. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, aber war ja süß und der war auch richtig lecker. Ja? Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt Vollgas. Oh, super. So, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben und natürlich ein Abo von euch freuen. Und schaut auch sehr gerne auf Instagram vorbei. Da ist gestern ein Recap von 2022 online gegangen und in meiner ganzen Story. Meine ganze Story ist voll mit Rückblicken aus dem letzten Jahr. Ich packe das alles auch in ein Highlight, damit ihr es auch noch sehen könnt, wenn ihr ein paar Tage später guckt. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Und wir sehen uns dann am Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.